im Jahr 1900, also vor über 107 Jahren, fuhr das kleine kaiserlich-königliche Wiener Salonschiff MS Ahna zum ersten Mal nach Frankreich. Damals war die Ahna noch ein Dampfschiff, das den besten Wasserweg von Wien nach Paris erkunden sollte und dem Wiener Adel den Flussweg von Wien zur Weltausstellung nach Paris im Jahr 1900 zu ebnen. Von damals bis heute hat die Ahna viele wechselnde Schicksale erlebt und es ist Kapitän Franz Scheriau und seinen Freunden zu verdanken, dass die Ahna vor einigen Jahren nicht auf dem Schrottplatz landete, sondern heute in neuem, altem Glanz erstrahlt. Für all die Mühe der Renovierung kam Rott. Zum alle zwei Jahre stattfindenden Schifffahrtsfestival an den Ufern der französischen Loire in Orléans wurde Kapitän Franz Scheriau mit seinem über 100 Jahre alten K&K-Schiff MS Ahna als Vertreter der Stadt Wien eingeladen. Es wurde ein großartiges Festival, bei dem die alte Ahna in 5 Tagen fast 1000 Fahrgäste bei Rundfahrten auf der Loire transportierte. Angefangen hat das Abenteuer Festival de Loire 2007 in Wien, allerdings mit einigen Anfangsschwierigkeiten. 10. September. Die Donau in Wien führt Hochwasser, fließt extrem schnell und ist eigentlich für die Schifffahrt gesperrt. Aber die Ahna muss von ihrem Liegeplatz am Schifffahrtsmuseum von Kapitän Scheriau hinauf in die Marina von Wien zum Verladen auf den Tieflader für die Fahrt nach Frankreich.
Alles Gute. Also? Ja. Dankeschön nochmal. Servus. 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 Gute Reise. Die Anna ist sicher verladen und es kann losgehen. Das Geräusch, das Sie jetzt im Hintergrund hören, ist der Bug der Anna, der soeben die Rückleuchten des Zugfahrzeuges demoliert. Und das sieht dann so aus. Aber auch dieses Problem wird gelöst und es kann nun endgültig losgehen. Ein Blumentopf steht noch im Weg, aber danach ist die Bahn frei für die zweitägige Fahrt am Tieflader von Wien nach Orléans. Die Anna ist gut in Orléans angekommen und die erste Fahrt klaglos absolviert. An diesem Platz wird die Anna in den nächsten 5 Tagen fast 100 Mal an- und ablegen. Beeindruckend ist die Kulisse des Festivals. An den Ufern der Loire finden sich in 5 Tagen mehr als eine halbe Million Gäste ein. Über 300 Künstler, Sänger und Artisten sind engagiert. Mehr als 2000 Mariniers, zu Deutsch Seeleute, kümmern sich um die über 200 Schiffe, die am Loire-Ufer liegen. Die Anna ist eine ihrer Hauptattraktionen und eines der ganz wenigen Schiffe, die noch aus dem vorvorigen Jahrhundert stammen. Sie wurde im Jahr 1894 erbaut und auf ihr unternahm schon damals der Wiener Hofadel Vergnügungsfahrten auf der Donau um Wien. Ebenso eindrucksvoll wie die Ufer der Loire ist auch die alte Stadt Orléans selbst, deren Kathedrale das Wahrzeichen und gleichzeitig die Erinnerung an die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, darstellt, welche im Hundertjährigen Krieg anno 1430 die Stadt Orléans aus der Umklammerung der Engländer befreite. Die französischen Seeleute sind ein originelles Volk und auch in diesem Metier typisch französisch. Auf ihren flachen, meist über große Segel angetriebenen Loire-Boote transportieren sie seit Jahrhunderten Lasten und Personen über die Loire und die unzähligen Kanäle, die in Frankreich zum Wegenetz gehören. Der erste Tag des Festivals bricht an und die Anna beginnt ihre Rundfahrten auf der Loire. Der Andrang ist groß. Immer wieder bilden sich lange Schlangen vor der Ablegestelle der Anna. Unsere französischen Gäste wissen die originelle und liebevolle Restaurierung der MS Anna zu schätzen und lassen uns das auch spüren. Besonders interessiert sie die Geschichte der noch unter Kaiser Franz Josef verbauten beiden Dampfschiffe Frederik Mistral und Pascal, die während der beiden Weltkriege unter französischer Flagge auf der Donau patrouillierten und die jetzt in Wien bzw. in der alten Schiffswerft Korneuburg auf ihre vollständige Restaurierung durch Kapitän Scheriau und seine Freunde warten. Besucht ist auch immer unser Café Wien. Unter der fachkundigen Leitung von Frau Sarah lassen es sich Besucher wie Mariniers bei Kaffee und Kuchen gut gehen. An die Sacherwürstel und Debreziner mit Senf und frisch geriebenem, scharfen steirischen Krähen müssen sich die zart beseiteten französischen Gaumen allerdings erst gewöhnen. Unseren Landsleuten hingegen,
allen voran unserem fast vegetarischen Kapitän und seiner Schiffshündin Laika, schmeckt's. Auf dem Podium vor der Anlegestelle der drei Donauschiffe, neben unserer Ahner noch die Struden und die Muckendorf, ist fast immer was los. Hier übt sich unser Schiffstechniker Oskar mit erstaunlicher Grazie als Schiffhornbläser. Mesdames et messieurs, moi de l'autre côté de l'eau, bossa, salsa, rumba tabaga. Regardez, je suis beau. Die zwei lässt der ganze Rummel kalt. Sie kümmern sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Am Abend des ersten Tages wird die Ahner für die erste Nachtfahrt vorbereitet. Und das sollte eines der eindrucksvollsten Erlebnisse am Festival werden. Ahner tanzt Walzer auf der Loire.